So, weiter geht's. Aber bevor wir das machen, passe ich erstmal noch Waffen an. Was ist denn Aufrüstungswert? Eigentlich vielleicht mal wirklich eine von denen, ne? Ich fand die eigentlich ganz geil. Hätte gut reingezimmert eigentlich. Kraft erhöht. Ja, komm, machen wir. Jetzt kann ich mir schon wieder nichts mehr leisten. Nope. Nicht mal irgendeine Level 1 Waffe hochladen. Hochladen, hm. So, dann geht's jetzt ans Ada-Szenario, würde ich sagen. Schwelle des Todes. 1. Parabon. Dann nehmen wir natürlich noch die neue Waffe hier, ne? Bin ja gespannt, was hat sie während Teil 3 erlebt? Naja, eigentlich ja Teil 2, ne? To remain calm and collected, even in the most extreme situations. In Umbrella's underground laboratory, I forgot that wisdom. Something about the meeting with Leon changed me. Oh, er wird schon erwähnt, wenn man sieht ihn. I must escape this town and survive in order to accomplish my objective. I can save the truth for after I make it out alive. Jo. Wann genau ist das jetzt? Feuerstoßpistole. I need to get out of here. Hi. Ich bin fast tot, merke ich gerade. Okay. Sure. Mhm. Da kommt ja schon Freude auf. Ich frage mich jetzt schon, warum ein Dark Souls Ding hier ist, aber gut. Ja, es wären 3, ne? Aber wann ist denn das? Ich meine, in Teil 2 wird sie auch ein bisschen zugerichtet. Ich habe es ja gerade nochmal neu gelernt, ne? Durch Remake. Sie wird sehr verletzt am Bein und so. Aber ja nicht komplett in der Fresse und alles. Wann ist das passiert? Gute Frage. Gerade ich hätte den Arm abgeschossen, aber der ist nur. Resi 3 Fortschritt ummacht, Resi 2 der Rest von Resi 3. Ah ja. Hey, ich darf nicht einmal getroffen werden hier, ne? Da. Danke. Ich glaube, es ist eine Maschinenpistole Level 4. Den Laden kenne ich noch. Also echt ganz cool zu sehen, dass in dem Resi 2 Remake halt auch wirklich die Orte immer noch zum Großteil so aussehen wie halt im Original, wenn man wiedererkennt. Die Architektur und so. Noch? D.
Diese Doggies sind definitiv nicht mein Favorite Customer. Ich habe aus Versehen irgendwas anderes halt aufgesammelt. Aber ein Leben. Bitte dreh die nochmal um. Wo handelt jetzt? Hä, da lang noch. Ach, ich hab sie doch aufgesammelt, glaube ich. Ei, 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 ei. Ein Fake-Rukun, was? See this? It's a tissue fragment with Birkin's G-Virus. Well, despite some setbacks, you have proven your value to us. Spiel nach Resi 2, ja, das habe ich mir gedacht. There are two things you must be made aware of. One, in just moments, Raccoon City will be completely eradicated by a government-launched missile. And two, an umbrella officer will be leaving town in a helicopter. If you are not on it, there will be no way to leave Raccoon City. It is in our best interest that you survive. The G-Virus sample is required. If the T-Virus did this, what would happen if the G-Virus got out? Pater Spencer? Wahrscheinlich nicht. Wesker. Wesker. He cares about people and things that he can manipulate for his own needs. I'm still useful to him. But I know the day I stop being useful is the day I despise. Ah, fick dich, Alter. I have to. Feierpunkt vielleicht? Mal so, ich hab schon ganz viel geschafft. Oh. Okay. Mein Gott. Die Kleid ist aber wirklich genau an den richtigen Stellen kaputt gegangen, ne? Okay. Der Bauchmesser, ne? Im Zweifel. Ey! City needs to fix its streets. Ja. Oh, now I can use my new toy. Enterhaken. Oh, das ist so toll hier. Oh yeah. Keine Boobies für uns. Come on, Alter, du warst voll weit weg. Alter, okay, den Hit habe ich komplett verdient. War wirklich insane schlecht. Ja, das wollte ich machen, genau, hast du noch was. Schöne Granate verschwendet. Geil, Omariko. Mega. Apropos Granate. Huiuiui. Geht gut ab bei ihr, muss ich sagen. Oh Gott. Mm.
come on, Alter. Jetzt mal ehrlich, wie wär's mal sagen mit dem Schwerpunkt? Holy moly. Wir hatten noch keinen, ne? Oder hatten wir einen? Moment, hatten wir jetzt eben einen als die? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ist mir auch egal. Do you mind? I'm in a hurry. An der Polizeistation? Nee, ne? Treffer. Treffer! Ich wollte Checkpoint sagen und da habe ich das Wort Treffer gelesen, habe ich Treffer gesagt. Soll ich verreck jetzt erstmal schön sahnig? Egal, wir haben einen Schwerpunkt. oder einen Trefferpunkt. Jetzt haben wir wieder ein paar Sachen zu erschießen. Jetzt sind wir irgendwie ein paar Leben und so, aber es ist auch Munitionsverschwendung gleichzeitig, ne? Ach ja. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich brauche ich es direkt gleich. Freue mich schon. Oh Gott, ja, noch einer. Machen wir das einfach so. Gehen wir nur mal sicher. Dann schon mal leben. Nehmen Sie! Nehmen Sie Ada. Mein Lieblingsboss ist zurück. Wuhu! Dafür habe ich relativ viel Schuss dafür. Oh Gott, das ist wirklich das gleiche Moveset, wa? Also, ähnliches. Alter! Hat er sich gerade geportet? Warum hat er sich gerade geportet, der Schlawiner? Ja, genau, Alter. Ich glaube, ich bin jetzt tot. Wow! Fuck you, Alter. Oh. Gut, eigentlich, wenn du gleich komplett stirbst, hast du mit vollem Leben und Sprühflasche. Ja, immerhin. Aber wäre jetzt cool gewesen, wenn ich das auch geschafft hätte. Oh Mann, was war das denn? Ist ja beschissen. Könntest du nicht direkt mich am Anfang so... Wie soll man dagegen ankämpfen? Hallo? Was ist das denn? What the fuck? Okay, keine Ahnung, was da jetzt wieder gerade los ist. Huh.
Alter. Das ist jetzt schlecht. Alter, ich krieg's nicht hin, da so schnell auszuweichen. Oh, egal. Fuck you. Ah. Genau, weiter. Can't you leave a girl alone? There it is. There's too much in my way. I need to get higher. Maybe from there. Das ist ja wohl ein Witz. Try again. Okay, ich verstehe auf jeden Fall prinzipiell, wie das funktioniert. Okay, es hat auch funktioniert. Dachte, ich muss ihn dann wirklich auch. Ich muss wirklich erstmal noch die Tür abschneiden. You can have it. Das geht auch nur in Resident Evil. Think I'm reckless, don't you? You stole the computer core from your own company. I wouldn't exactly call that stable. The people who go down in history as its heroes are never stable. Inside UMF-013 is all of the research data. Dead. Umbrella will rise from the ashes. Remember Resi 5 DLC mit Jill und Chris. Ja. So in etwa. I survived the fate of Raccoon City thanks to Wesker's warning. Of course, I knew the only reason my life was spared was because I had the G-Virus tissue fragment. But I would settle things in time. We were both used to being backstabbed and manipulated. I had a feeling our partnership would last a little while longer. Cool. Backhack. Backhack ist mein Lieblingsranking. Eigentlich müsste man sich nochmal so eine komplette Zusammenfassung der ganzen Resident Evil-Geschichte angucken, weil ich bin zu dumm dafür, das zu merken. So, erfahren wir da nicht auch erstmalig von dem Wesker 13 Wesker-Kindern, was auch immer. Das ist ein Ex-Wesker. Okay, zweite Ada-Szenario schaltet man wie frei? Erst durch andere Sachen. So, S-Rang holen. Andere Sachen. Alright, alright. Ah gut, dann passt das ja eigentlich. Wir haben jetzt fast 20 Minuten. In 15 Sekunden haben wir 20 Minuten voll. Das heißt, wir machen dann beim nächsten Mal Umbrellas Ende. Okay, es sind dann wirklich auch nur noch 1, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Szenarien, 6 Kapitel, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ne? I hope. Ja, hoffe ich auch. Aber gut, warte mal, ich kann nochmal kurz auf Anpassen gehen. Ob ich irgendwas verbessern kann. Ich glaube die Magnum, aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich verbessern will. Thank you.
Ach komm, ich level die mal auf. Was soll der Geiz? So, dann speichern. Beim nächsten Mal geht's ins letzte Main-Szenario. Oh oh. Ciao.